So, kannst du dich ganz kurz vorstellen? Mein Name ist Rolf und ich stehe im Guinness-Buch der Rekorde. Ich habe zwei Rekorde. Ich bin der meistgepierste Mann der Welt und ich bin der Mann mit den meisten Body Modification auf der Welt. Wann hast du damit angefangen, dass du gepierst wurdest? Also ich habe mit den Tattoos und Piercings Ende 1999 angefangen und sehe heute halt so aus. Ja. Hast du Probleme, wenn du rausgehst, dass die Leute dich angucken oder so? Oder lässt sich das kalt oder? Also wenn ich rausgehe, schauen die Leute halt und Leute fragen, ob sie Bilder machen können. Aber sonst ist das halt kein Problem. Stört dich das irgendwie oder? Nein, das stört mich nicht, wenn die Leute gucken. Das ist halt normal. Man guckt halt ja selber auch, wenn jemand anders aussieht wie der deutsche Durchschnittsbürger. Wie viele Piercinge hast du? Bei der Zählung für das Guinness-Buch waren das über 450 Piercings. Tut das weh, das Piercen? Nein, das Piercen geht sehr schnell. So, wenn man das merkt, ist es vorbei. Deswegen tut es halt nicht weh. Was ist mit deinen Hörnern, die du am Kopf hast, oder wie man das nennt? Die Hörner auf meinem Kopf, das sind halt Implantate. Da ist halt Silikon drin.